Oh, endlich sind Ferien. Die letzten beiden Schulwochen waren so anstrengend. Ich bin so froh, mich endlich entspannen zu können, endlich meine Ruhe zu haben und endlich nur faul sein zu können. Hä? Warum rufen die denn an? Wir haben uns doch gestern erst gesehen. Ja, hi. Nee, Kino? Habe ich gar keine Lust. Nein, ich bin richtig froh, einfach zu Hause zu sein und meine Ruhe zu haben. Ja, nee, ich wünsche euch viel Spaß, aber nee. Also, wäre auch cool, wenn ihr mich so die nächsten 2 Wochen nicht stören könntet. Danke! Oh, wie kann man so viel Energie haben? Ja, so langsam kriege ich auch Hunger, aber kochen in den Ferien viel zu anstrengend. Okay, ich bestelle mir was. Oh, die liefern auch nur bis zur Tür, ne? Es wäre richtig gut, wenn die hier bis zum Tisch liefern könnten. Also, erstmal bestellen und dann... Oh, 30 Minuten auch noch, okay. Oh, mein Essen... Ja, ich habe die Tür eben so angelehnt gelassen. Kommt einfach rein. Danke. So, jetzt haben wir erstmal endlich Ferien. Also was heißt endlich? Ich meine, ich gehe ja gern zur Schule und so, aber ist ja auch egal. Oh, jetzt haben wir, was mache ich denn jetzt 6 Wochen lang? Ach, naja, auf jeden Fall muss ich vorarbeiten. Ganz wichtig. So, ich habe mir ja in meinen Terminkalender aufgeschrieben, was wir so auf hatten. Also wir hatten natürlich nichts auf in den Ferien, aber ich habe ja die Frau Freilicht ja gefragt und sie hat mir ja schon gesagt, was wir nächstes Jahr, das nächste Schuljahr so machen werden. Also ich würde natürlich vorarbeiten. So, genau, also ich habe mir aufgeschrieben, das Buch, das brauchen wir erst in 3 Jahren, aber das kaufe ich mir trotzdem. Genau, das Mathebuch, das ist erst für die 4 Stufen über mir, aber das ist ja egal, das kann ich ja trotzdem kaufen und schon mal vorarbeiten. Ja, ich kaufe mir später die Bücher. So, genau, aber jetzt werde ich mich erstmal dem Algebra widmen. Und ich habe ja auch noch, warte mal, Geometrie könnte ich doch auch lernen, oder? Ich könnte mir auch einen neuen Zirkel kaufen gehen. Ach, wo fange ich dann an? Ich glaube, ich kaufe mir einen neuen Zirkel. Bevor es tatsächlich in den Urlaub geht. Ich war noch bei Ikea und habe neue Bilder gekauft. Guckt mal, wie schön die sind. Mit den Rehen drauf. Und schaut mal, wie schön diese Blumen sind. Kommentiert bitte unbedingt, welche gefallen euch am besten. Die gelben, die pinken oder die lilanen. Und Leute, wisst ihr, warum ich wirklich ganz, ganz dringend Urlaub in der Sonne machen muss? Weil, guckt euch das mal an. Wir haben überhaupt keine Sonne hier. Was ist denn das für ein Sommer? Hashtag No Summer, Leute. Hey Leute, ich fahre in Urlaub. Ich habe meinen Koffer schon geparkt und der Flug geht in 3 Stunden. Hashtag endlich Ferien. Ach ja. Herrlich. Ferien gleich Netflix-Time. Oh, krass, ich habe 6 Wochen Ferien. Oh mein Gott, 6 Wochen nur Netflix gucken und eine Serie nach der anderen. Okay, welche Serie fangen wir denn an? Die habe ich noch nicht. 5 Staffeln? Geil. Nee. Boah, krass, mit dem Ende hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Oh mein Gott, ich liebe Serien. Immer dieses Unerwartete am Ende. Krass, okay. Das könnte Ihnen auch gefallen. Ey, safe. Boah, die hat 15 Staffeln. Boah, wie geil ist das denn, ey? Sofort an. Hammer. Boah. Schon zu Ende? Boah, das ging aber voll schnell rum da, die 15 Staffeln. Boah, krass. Ey, ganz ehrlich, es gibt so viele geile Serien. Was? Hö, die gibt's auch auf Netflix? Das wusste ich überhaupt nicht. Okay, mach ich an. Miniserie. Ja, gib ihm. Locker weg. Boah, was soll ich denn jetzt noch gucken? Ich habe irgendwie gefühlt alles geguckt. Also irgendwie, ich habe ganz Netflix einstudiert, ey. Schätzchen, weißt du eigentlich, dass morgen wieder Schule ist? Was? Schule morgen? Ich habe doch Ferien 6 Wochen. Warte. Ja, was? 6 Wochen sind rum. Bitte was? Oh mein Gott. Gott, ich habe 6 Wochen Netflix geguckt am Stück und habe immer noch die gleichen Klamotten an und hab... Oh mein Gott. Endlich 6 Wochen Ferien und ich habe Zeit, meinen Schlafmangel auszugleichen. Gute Nacht. Oh,
mein Handywecker. Ach, über die Uhr. Ja, das waren dann 6 Wochen und wieder in die Schule. So, ich glaube, ich müsste jetzt alles haben, ne? Ja, okay. Also alles eingepackt, nichts da gelassen. Dann habe ich auch gleich meine Sonnenbrille. Was ist denn jetzt los? Hey! Was geht? Ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen. Ja, habe ich doch erzählt, oder nicht? Ja, ich fliege ja mit meiner Familie nach Frankreich. Ja, genau. Mhm. Für eine Woche. Ja, also. Nee, viel Spaß. Ja, euch viel Spaß. Ich bin erstmal die nächste Woche. Nee. Ja. Nee, dann bin ich natürlich nicht wieder da. Hallo, das ist erstmal die erste Ferienwoche rum. Ja, da fahren wir nach Sylt danach. Ja, ja. Nee, dann komme ich auch nicht wieder. Also in der dritten Woche, da fliegen wir nach Spanien. Ja. Das ist kein Spaß. Fährst du... Hallo, fahrt ihr etwa nicht in Urlaub? Ich finde das normal. Nein, dann komme ich nicht wieder. I'm sorry. Nee, danach geht's nach Kreta. Ja. Aha. Und dann, das ist kein Spaß. Ja, und dann, danach bin ich auf Ibiza, okay, für die letzten 2 Wochen. Ja, das ist kein Spaß. Ich schicke dir Fotos, wenn du mir das nicht glaubst. Meine Güte. Ja, ich bin halt die ganzen 6 Wochen weg. Ja, was soll ich machen? Meine Familie hat das halt gebucht. Ja. Ja, ja, ich muss jetzt zum Flughafen. Wirklich, ich muss jetzt. Ja. Ja, bye bye. Ach, meine Güte. Boah, voll krass, was es hier alles für neue Apps gibt. Also erstmal runterladen und dann sind die Ferien gerettet. Oh, das Pet ist so niedlich. Es ist schon wieder gewachsen. Und ich glaube, ich muss das schon wieder füttern und waschen. Aber es ist so süß. Neuer Candy Crush Highscore und ich bin Tabellenführerin. Was läuft bei mir? Oh mein Gott, da ist so ein riesiges Pokémon. Ich muss das ganz dringend fangen. Pokémon Go, bestes Spiel überhaupt. Oh Mann, was mache ich jetzt in den Ferien? Es ist mega langweilig. Nichts geht. Oh, und heute ist erst Tag 1 von den Ferien. Was kann ich denn machen? Ach, keine Ahnung. Alles langweilig. Oh, ach, diese Bonbons. Oh, mir ist so langweilig. Ich zähle die jetzt einfach mal. Ach, wie viele Bonbons sind denn hier so drin? 1, 2, 3, 4. Oh, es ist so langweilig, ey, Mann. Geht hier gar nichts. Oh, Mann, ey, voll tote Hose, ey. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich könnte hier mal wieder putzen, aber keinen Bock, ey. Wobei, hier sind schon viele Puzzle. Aber, nee, Mann, voll langweilig, die aufzuheben. Und, keine Ahnung, was man machen kann in den Ferien. Hi, ja, habt ihr noch Bock, was zu machen? Ihr könntet vorbeikommen, wir könnten LAN-Party machen. Wie, ihr wollt ins Bett? Es sind Ferien, Leute. Es ist doch erst... Ja, kurz nach 1 ist es doch erst. Wie? Ich habe euch geweckt? Hä? Leute, trinkt ihr keinen Eistee? Also ich hatte schon einen Liter Eistee. Also ich bleib die ganze Nacht wach. Ja, was ist denn mit denen? Also, okay, die haben keinen Bock. Ich glaube, ich muss mir erstmal neuen Energy-Tee aus dem Keller holen. Also ich glaube, ich brauche mindestens noch 2 von denen. Unglaublich. Oh, so langsam werde ich doch ein bisschen müde. Aber schlafen kann ich. Schlafen, also... Also, schlafen. Ich bin erst 46 Stunden wach. Erst. Das kommt mir viel länger vor. Also, aber schlafen kann ich, wenn wieder Schule ist. Dann muss ich 8 Stunden schlafen. Aber in Ferien wird einfach nicht geschlafen. Zeitverschwendung. Oh, endlich Ferien. Aber na gut, so richtig Ferien kann man jetzt auch nicht sagen. Ich meine, ich muss ja arbeiten. Also, okay, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Also in 2 Stunden muss ich beim Bäcker sein. So, aber ganz ehrlich, bei dem Bäcker, ich meine, da verdient man zwar ganz gut jetzt an Geld, aber ich könnte eigentlich noch einen fairen Job machen. Ich guck mal ganz kurz bei den Ausschreibungen. Ah, hier. Ah, wir suchen eine Aushilfe im Badebetrieb. Ja, aber ich könnte auch im Freibad auch noch arbeiten, oder nicht? Ja, klar, ich bewerbe mich da mal direkt. Ja, das nehme ich. Ach, und hier ist ja... Hier, okay, im Reisebüro. Klar, warum nicht? Da bewerbe ich mich auch am besten direkt.
So, also, dann habe ich jetzt Schwimmbad, Reisebüro und gleich bei meinem Bäcker. Also, da müsste ich ja jetzt genug verdienen. Wie mache ich denn das mit den Schulen? Ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Ferienanimateurin. Was muss ich denn da machen? Ja, ist doch cool, da musst du auch immer wahrscheinlich so ein bisschen rumtanzen und hey, put your hands up in the air und so. Das ist doch alles easy. Ja, dann habe ich jetzt 4 Jobs. Ja, aber das kriege ich doch hin, oder? Oh, die haben sich direkt zurückgemeldet. Ja, hallo? Ja, genau, ich habe mich da gerade beworben. Ja, genau, cool. So, also, das war's mit den wundervollen 10 Arten von Schülern in den Ferien. Mhm. Eva, welche Art findest du am, sagen wir erstmal, am witzigsten? Wo ich einfach 6 Wochen geschlafen habe. Das war einfach, ich musste nur liegen, Leute. 6 Wochen später. Ich habe mich einfach 6 Wochen auf diese Couch gelegt und dann so, oh, 6 Wochen vorbei. Ja. Mhm. Also natürlich nicht wirklich 6 Wochen, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich könnte 6 Wochen schlafen, nein. Wir haben 6 Wochen für das Video gebraucht, nur damit Eva endlich aufwacht. Meine Haare sind nicht ein Stück gewachsen, aber ich habe mich einmal geduscht. Darf ich auch sagen, dass ich bei dir am witzigsten fand? Ja, natürlich. Ich fand bei dir am witzigsten, wo du 6 Wochen Netflix geguckt hast und dich nicht einmal geduscht oder umgezogen hast. Ja, das war übel, ne? Das war übel. Und was fand ich generell? Also ich fand alles mega witzig, aber ich fand das auch mit dem Schlafen, mit dem Netflix gucken, also halt komplett übertrieben. Und Hashtag keine Sonne! Oh ja, das war Hashtag keine Sonne, Hashtag neues Bild. Mhm. Fand ich sehr cool. Und nächste Frage, wo siehst du dich denn am ehesten? Also wo, zu den Zeiten, wo wir noch selber zur Schule gegangen sind, wo würdest du sagen, das könnte ich auch sein? Also du in dem Fall. Boah, gute Frage, ne? Muss auch gerade überlegen. Ich glaube, ich war ziemlich faul in den Ferien, ganz ehrlich. Und dafür sind sie auch irgendwie da, ne? Ja. Also ich war nie 6 Wochen weg. Ich war meistens so ein bisschen im Sommerlager oder sowas, so im Ferienlager. So ein bisschen. Aber das war meistens so, ich fand das immer blöd, wenn meine Freunde dann zu anderen Zeiten weg waren. Das war dann so, jeder war irgendwie so 2 oder 3 Wochen weg, aber meistens nicht gleichzeitig. Das wäre cooler gewesen. Das ist echt ärgerlich. Also ich fand immer voll krass, die Leute, die einfach so 6 Wochen weg waren, ich war immer so, wie könnt ihr 6 Wochen in Urlaub? Ich bin froh, wenn ich eine Woche in Urlaub kann. Irgendwie so wirklich. Mhm. Ich weiß gar nicht, also faul war ich auch und ich war auf jeden Fall nicht derjenige, der gearbeitet hat. Ich habe immer schon gearbeitet und so, aber ich hatte niemals einen Ferienjob. Also ich habe so einen anderen Job, normal. Aber nicht, was man halt nur irgendwie 6 Wochen in den Ferien macht. Genau, ich habe nie einen Ferienjob, weil ich würde niemals auf die Idee kommen, in meinen kostbaren Ferien zu arbeiten. Also da bin ich ganz ehrlich, ne, obwohl es eine gute Sache ist und gibt Geld. Sehr löblich, wenn ihr das hinkriegt, Leute. Respekt, Respekt, Daumen Respekt. Daumen hoch für euch, ne? Mhm. Ja. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, welcher Typ ihr denn seid. Oder vielleicht welche Typen, ne? Von welcher Art ihr seid. Es gibt ja auch gerne Kombis davon. Eben, genau. Schreibt das gerne. Langeweile und Netflix. Richtig, das passt sehr gut zusammen. Mhm. Schreibt es mal gerne in die Kommentare und natürlich auch, ob wir was vergessen haben. Es gibt bestimmt noch weitere Arten. Wir würden gar so spontan gar keine weiteren einfallen, aber euch bestimmt. Schreibt es gerne rein in die Kommentare, fleißig. Mhm. Fleißig kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren und natürlich einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Also das volle Programm, volles macht da kann einen doch auch gar nicht mehr langweilig sein. Ne? Also dann sind wir mal einfach ehrlich, oder? Würde ich sagen. Gut, also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und wir gehen jetzt ein bisschen Netflix gucken. Richtig. Ne? Ciao. Ciao. Ich zähle jetzt mal die Bonbons. 1, 2, 3. Ellie wird verrückt. Wer kennt es nicht, Bonbons zählen, ne? Mhm. Okay, so viel Langeweile habe ich dann doch nicht. Ich tue die mal wieder da rein. Schön aufräumen hier. Ja, so.